In diesem Video erfährst du, wie deine Woche aus Sicht der Astrologie und der Karten wird. Bleib also dran und teile gerne deine Gedanken mit uns. Wir sind Kirsten und Rui von der Geheimnisakademie. Und das ist dein Wochenhoroskop. Willkommen. Schön, dass ihr da seid heute wieder und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wir sind heute nicht live, aber erzählt uns doch mal, wie ihr unser neues Intro findet. Das würde uns sehr interessieren. Wir sind ziemlich begeistert davon und wir freuen uns natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen heute ein Tarot-Durchlauf-Speeding-Extreme. Extrem. Denn leider sind wir beide heute Abend unterwegs und müssen daher vorher für euch in die Karten schauen und herausfinden, was die kommende Woche an interessanten Dingen für euch bereithält. Lieber Roé, darf ich gleich mal was zur Astrologie sagen? Ich bitte darum. Sehr gerne. Astrologisch gesehen ist tatsächlich wieder eine Woche vor uns, die relativ ruhig ist. Das Einzige, was heute am Sonntag passiert ist, ist, dass Merkur, der ja sich wahnsinnig lange im Stier aufgehalten hat, in den Löwen gegangen ist. Ja, und eine doch wichtige Sache ist heute auch passiert. Pluto ist zurück in den Steinbock gegangen und wird dort bis Januar 2024 sich noch einmal aufhalten, bevor er dann in den Wassermann geht. Am Sonntag, das ist der nächste Termin, erst nächsten Sonntag passiert astrologisch wieder etwas wirklich Wichtiges. Da haben wir nämlich unseren Neumond in den Zwillingen um 6.37 Uhr. Dazu gibt es dann natürlich auch wieder einen Mondimpuls am Wochenende. Und das bedeutet für uns, dass wir jetzt eine ziemliche Zwillingsenergie haben. Und das bedeutet außerdem, dass wir auch noch in der Zwillingszeit uns befinden. Roy hat schon den Spirit Guide bereitgelegt. Muss das sein. Woher kommt der denn heute, Kirsten? Ja, das ist ein Deck, das ich auch diese Woche geunboxed habe. Könnt ihr euch gerne das Video nochmal anschauen. Es geht uns um das Télémar Lenormand von Renata Lechner. Und es ist ein sehr hübsches Lenormand-Deck. Und ich bin gespannt, lieber Roy, mit welcher Lenormand-Karte du uns beglückst für die kommende Woche. Gesundheit. Entschuldigung. Ja, Spirit Guide. Und hier ist er. Es ist die Karte 34. Es sind wir. Ja. Entschuldigung. Es ist mir gerade etwas in die Nase gekommen. Ja, Fische ist ja die Karte, die für mystisch steht, ist die Karte, die so in unser Tiefes reingeht, ist auch die Karte, die für, ich erzähle nicht immer alles, ja, steht, aber auch die Karte für unsere Süchte und Ängste. Und hier sind wir vielleicht in den nächsten Tagen aufgefordert, uns besonders in unsere Tiefen reinzugehen, um auch diese für den einen oder für die andere eine Schattenseite anzugucken und zu überlegen, gäbe es etwas, was man besser macht. Und ich finde das sehr schön. Man sieht unten so diesen dunklen Grund, aber wenn wir uns erlauben, an das Dunkle ranzugehen, dann kommt man oben in unser Licht. Und man sieht auch schon, einer der Fische, der gräbt da unten schon ein bisschen. Und ich würde euch auffordern, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, erlaubt euch das mal. Geht mal ran. Schaut, wo habt ihr Punkte, wo ihr vielleicht ein bisschen Licht bringen wollt, wo gibt es so Dinge, die mir mit Vehemenz fordern, wo mir sagen, da haben wir Recht dazu und du hast nicht gesehen. Und dass man hergeht und sagt, nee, eigentlich ist das nur ein Wunsch und nicht eine Pflicht, von wem auch immer, das zu erfüllen. Das wäre so ein der großen Themen für die nächsten Tage.
Ich finde ja tolle Karte übrigens, super gemacht. Ich habe sonst immer so die traditionelle Darstellung der Fische ist immer so ein bisschen. Die gefällt mir wunderbar und gut. Ja, Finde ich toll. Ich muss mir das noch mal angucken, was du gemacht hast mit was mir an diesem Deck Paradoxien. auch besonders gut gefällt, ist, dass die immer so kommunikativ rüberkommen. Das ist nicht immer nur ein Element, sondern die Tiere, es sind ja viele Tiere im Lenormand, sind immer so miteinander unterwegs, besonders gut. Schaut euch das Video an, haben mir die Vögel gefallen. Die sind wirklich Twitter live. Aber auch Fische können ja miteinander reden und das Ja, bringt uns in die Zwillingsenergie. man weiß, Fische haben Kommunikationsformen. Also wir reden jetzt nicht von Delfinen, ne, die sind eine Extrakategorie, aber ich finde auch Fische haben aufgrund von ihrer Entwicklung eine Kommunikationsform. Sehr schön. Dann. Ja, ihr Lieben, ich habe gesagt, wir machen hier heute mal ein bisschen Speed. Das liegt daran, dass wir, abgesehen davon, dass wir am Sonntag, also heute Abend, nicht da sind, auch noch die ganze restliche Woche richtig viel rumrennen. Und das liegt wiederum daran, dass wir den Kongress bzw. den Tarot-Sonntag, das Jahrestreffen des Tarotverbandes mit vorbereiten. Aber dazu mehr in unserer Trinkpause. Jetzt geht es los mit dem Tierkreis. Und ihr wisst ja, wir reisen jetzt einmal durch den Tierkreis und wir beginnen natürlich mit dem Geburtstagskind. Und das geschieht nun. Liebe Zwillinge, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn das nicht eure Woche wird, dann wird es schwer, eine bessere Woche in diesem Jahr zu finden. Nein, Scherz beiseite, wenn euch was Blödes passiert in dieser Woche, heißt das nicht, dass ihr nicht noch tolle andere Momente in diesem Jahr haben könnt. Aber die Sterne stehen wirklich sehr, sehr günstig für euch. Ihr habt nicht nur Merkur, euren Herrscher, jetzt in eurem Zeichen. Das macht euch lebendig, spritzig, flirtig. Sehr gut, auch um Dinge auszudrücken, die lange euch auf der Seele lasten, sondern ihr habt auch euren Neumond nächsten Sonntag. Also gerade heute, wenn ihr jetzt dieses Video schaut, um 6 Uhr in der Früh. Für euch bedeutet das, dass ihr jetzt so richtig in euer neues Jahr starten könnt, eure Vorsätze angehen könnt, umsetzen könnt. Und Rohe wird das mit einer tollen Karte unterstreichen, dass das die Woche überhaupt wird. Ja, und wir sehen schon diesen tollen DNA-Strang. Von wem kommen denn heute die Karten? Natürlich von niemand Geringeren als von. Thomas of Hermit's Mirror, eins meiner Tada! Lieblingsdecks. Das passt zum Speed-Dating, denn es ist nicht viel drauf. Es ist das Ach komm, es ist. Color Outside the Lines Tarot. Ach komm, wir haben genügend Farben. Man sieht ja da schon hinten. Und liebe Geburtstagskinder, da sind sie Yay! schon. Die drei der Münzen. Und wenn das nicht die Karte ist, die euch dazu bringt, dass ihr jetzt an eurem Jahr bauen könnt, ne? Weil die drei der Münzen, das ist ja diese tolle Planer-Karte, das ist die Karte für den Aufbau von unserem persönlichen Tempel, von unserer persönlichen Kathedrale. Und hier seid ihr, liebe Zwillinge aufgefordert, haut rein, macht das und erlaubt euch da diesen Tempel zu kreieren. Jetzt ist der beste Zeitpunkt für. Ja, da kann ich gar nichts anderes zu sagen. Eine meiner Lieblingskarten. Das waren Rois Worte für euch, liebe Zwillinge. Die Krebse sind an der Reihe, liebe Krebse. In eurem Zeichen tummelt sich jetzt nichts mehr. Venus hat euer Zeichen verlassen, aber ihr könnt euch auch auf einen Neumond freuen. Der ist zwar in den Zwillingen, das ist nicht euer liebstes Zeichen, aber wenn der Mond auf die Sonne trifft, ist das immer für euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt ihn heute Morgen genossen. Was erzähle ich da eigentlich? Kommando zurück, der Neumond findet natürlich erst nächsten Sonntag statt. Liebe Zwillinge, da muss ich mich auch noch mal korrigieren. Es tut mir sehr leid. Also der Neumond findet nächsten Sonntag statt. Ihr könnt euch darauf freuen. Und bis dahin müsst ihr vielleicht ein bisschen damit klarkommen, dass heute
Pluto zurückgegangen ist in euer Gegenzeichen Steinbock und alte Themen nochmal nach oben spült, die euch etwas nerven. Ihr habt jetzt wundervolle 6-7 Tage, um da Tacheles zu reden, um zu sagen, stopp, das mache ich nicht mehr mit. Ich habe keine Lust mehr auf das, was da in der Zeit war. Da gehe ich jetzt anders mit um. Und dann nutzt ihr den Neumond am Sonntag, um zu sagen, und jetzt starte ich komplett neu durch. Ade, Altlasten. Das ist eure astrologische Aufgabe. Was sagen denn die Karten für die Krebse? Ja, schaut mal her. Was haben wir da? Ah, spannend. Auch wieder toll gemacht. Die 7 der Kelche. Und das kommt euch, liebe Krebse, entgegen. Wasserzeichen, astrologisch, Tarot-Sicht, auch wieder Wasserelement. Und hier haben ihr das, was Kirsten gerade angesprochen hat, nämlich ihr könnt wählen, wie ihr die Zukunft macht. Ihr könnt rumgehen und sagen, das will ich in Zukunft nimmer. Und von daher gesehen finde ich das schon sehr, sehr gut. Ihr könnt in diesem Fall hergehen und eure Zukunft selbst gestalten. Ja, ihr könnt aus diesem wunderbaren Geschenkekorb rausnehmen, was ihr wollt, und das Rest schenkt ihr den Nachbarn, um es jetzt ganz mit den Augenzwinkern zu sagen, hier ist eure mit einem Bild umgesetzt, was Kirsten euch astrologisch schon mitgegeben hat. Ja. Finde ich toll. Venus im Skorpion, Selbstliebe, Entscheidungen treffen, ist eigentlich genau das, ja, was ich gesagt habe. Genau, und darum passt wunderbar. Und das, liebe Krebse, waren Rois und auch meine Worte für dich. Euch. Uns. Nee, der bitte. Löwe ist dran. Liebe Löwen, ihr habt eigentlich eine gute Woche vor euch. Denn Venus ist jetzt ja zusammen mit Mars in eurem Zeichen, bringt euch Selbstbewusstsein, lässt euch mehr spielen, bringt euch dahin, was ihr eigentlich so in diesem Leben erleben sollt, nämlich Lebenslust und Leidenschaft, freudige Leidenschaft. Ja, und der Neumond am Sonntag ist natürlich auch für euch besonders gut, denn die Sonne, eure Herrscherin, ist ja da auch mit involviert. Das heißt, anders als die Krebse, habt ihr eigentlich eine Woche, wo es besser flutscht als sonst. Ihr solltet mehr in Aktivität kommen als sonst und nach vorne schauen. Aber nutzt auch den Neumond, um zu sagen, und jetzt schließe ich alte Dinge ab, die mit meinem Geburtstag zu tun haben, und bereite mich jetzt langsam darauf vor, dass ich ja auch bald Geburtstag haben werde. Was sagen die Karten, lieber Roe? Hui. Ja, die Karten unterstützen eigentlich deine letzten beiden Sätze. Ne? Schließt mit Dinge ab, schaut nach vorne, und nach vorne schauen kann ich immer nur, wenn ich Altes abschließe. Und Altes abschließen, welche Karte würde da besser passen als der Turm? Und der bringt uns eben dazu, bringt euch, Löwegeborene, dazu, dass ihr ganz klar zeigen müsst, das ist fertig, das brauche ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, und ich löse es. Ich löse mich von diesen Themen. Und Kirsten hat auch gesagt, ja, es kommt Venus und Mars zusammen. Ja, wir wissen, das sind beides Protagonisten, beide sind stark, beide auf ihre Art. Und genau das passiert auch, wenn eben die Liebesgöttin mit dem Kriegsgott zusammenkommt. Dann kann es auch wunderbar flutschen und auf positive Art und Weise knallen, aber auch auf negative Art und Weise knallen. Und darum, finde ich, ist es wichtig, dass wir jetzt hergehen und sagen, aus der Sicht des Löwen, hurra, wir erlauben uns das, und jetzt bereiten wir uns schon langsam auf unsere liebste Zeit vor, nämlich dann, wenn es Geburtstag heißt, aber dazu muss Altes abgeschlossen werden. Ja, die Karte ist auch Mars zugeordnet, ja, ne? Und ich finde auch, das sprengt alte Muster hier sehr, sehr schön, finde ich toll. Mhm. Und ich würde sagen, das waren unsere Worte für den Krebs. Löwen. Mhm. Löwen. Ich bin's nicht, ich bin nicht fürs Speeden geeignet. Aber ich...
Die Jungfrau kommt dran. Und liebe Jungfrauen, für euch ist es auch interessant, dass euer Herrscher Merkur heute das Zeichen gewechselt hat. Für euch ist das nicht ganz so freudig wie für die Zwillinge, denn mit den Zwillingen habt ihr öfter mal ein Hühnchen zu rupfen. Aber der Merkur ist trotzdem stark dadurch, dass er in den Zwillingen ist. Und davon profitiert ihr, wenn ihr ins Gespräch kommen wollt mit Leuten, wenn ihr irgendwie dafür sorgen wollt, dass andere Menschen etwas mit euch zu klären haben oder sonst etwas. Sehr, sehr gut dafür. Das andere, was für euch auch interessant ist, ist, dass Pluto zurückgeht in den Steinbock, denn das ist ein Erdzeichen wie ihr. Und dadurch seid ihr auch ein wenig davon betroffen, dass alte Themen, die ihr vielleicht geglaubt habt, dass sie durch sind, nochmal hochpoppen. Allerdings bei euch in wirklich einem konstruktiven Aspekt. Ihr könnt da wirklich jetzt Dinge sehr, sehr gut aufarbeiten und klären, eigentlich auch ohne Anstrengung, wenn ihr selbstbewusst zu euch selbst steht. Und ich bin gespannt, ob Roy etwas Ähnliches sieht, wenn er sich die Karten betrachtet. Die Jungfrau-Karte. Ja, wir haben den Eremiten und der Eremit bringt uns ja, wenn wir ihn unaufgeregt fragen, Antworten. Und diese Antworten, die können wir aus der Sicht der Jungfrau wunderbar nützen, um auch uns weiterzuentwickeln. Das fällt euch nicht schwer. Aber jetzt kommt's. Ihr müsst es wollen. Für die nächsten Tage ist das für euch so. Erlaubt euch, Ratgebende zu sein, solltet ihr aus eurem Umkreis, aus eurem Freundeskreis, von Kollegen angesprochen werden. Ich glaube, das ist ein Thema, das in den nächsten Tagen bei euch mehr aufpoppt. Ich sagte ja gerade, der Eremit ist auch der Jungfrau zugeordnet. Er ist die Erntekarte. Also ihr habt jetzt, ähnlich wie ich das mit dem Pluto-Aspekt versucht habe zu beschreiben, eine gute Möglichkeit zu ernten. Und das sollte sich auch nicht schlecht anfühlen. Eben, aber ernten kannst du nur, wenn du vorher erfahren warst, um die Saat auszubringen. Genau. Und darum ist es jetzt gut, auch das zu verinnerlichen, ne? Ja. Und zu sagen, jawohl, ich bin diese reife Person, ihr dürft zu mir kommen und nicht sich verstecken oder sich zurückziehen, sondern da sein, ja, okay. Das waren unsere Worte für die Jungfrau. Und es folgt die Waage. Liebe Wagen, Venus, eure Herrscherin, hat das Zeichen gewechselt, ist nun im dynamischen Löwen angelangt. Ja, das stärkt auch euer Selbstbewusstsein. Ansonsten ist für euch nichts wahnsinnig relevant. Gut, der Neumond am Sonntag im den Zwillingen, der ist sicher auch angenehm für euch, denn Zwillinge, Luftzeichen, Waage-Luftzeichen, das heißt, ihr werdet von ihm positiv bestrahlt. Schaut mal, was an neuen Dingen für euch auftaucht. Das ist aber nicht von solcher Wichtigkeit, wie es für die Zwillinge ist. Ich bin mir sicher, dass Roy aber eine wichtige Nachricht für euch in den Karten sieht. Lieber Roy, film ab. Ah, hatten wir den nicht letzte Woche auch? Ja, hatten wir, ne? Ja. Liebe Waage geboren, schon letzte Woche habe ich gesagt, das ist so euer Zündfunke für eure Phase. Und Kirsten hat sie vorher auch schon erwähnt. Also haut rein mit diesen wunderschönen Magier, seid ihr nochmal aufgefordert, all eure Kräfte, all eure Erfahrung, all euer Wissen, all eure Kompetenz zu zeigen und auch einzusetzen. Mehr möchte ich dazu nicht mehr sagen. Wir haben ja beim letzten Mal schon ein bisschen darüber gesprochen, über die ganzen Anlagen, die der hat. Macht einfach. Das ist jetzt nochmal verstärkt für euch der Auftrag. Ich würde gerne noch anmerken, dass natürlich auch Merkur, der in die Zwillinge jetzt geht, der Merkur ist halt der Magier zugeordnet, das mitbewirkt. Also wirklich toll. Überhaupt, das Thema Kommunikation steht sehr stark im Raum. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Fische zurückdenke, hat das auch so eine Kollektivenergie?
Ja, die Fische haben diese Kollektivenergie, aber auch die Energie, sich zu erlauben, genau hinzugucken. Und das macht der Magier ja auch, weil er es kann. sehr spannend. Liebe Waagegeborene, waren unsere Worte für euch. Liebe Skorpione, ja, ihr spürt es vielleicht schon, heute Morgen hat Pluto das Zeichen gewechselt, euer Herrscher, und ist jetzt wieder im Steinbock angelangt. Ja, für euch heißt das doch ein wenig Mühsal, denn immer wo Pluto sich aufhält, da arbeitet er, und bei euch geht es jetzt wieder nochmal um materielle Ressourcen und um darum, wie ihr euch in der Welt positionieren wollt, Karriereschritte, Dinge, die ihr akkumulieren wollt in diesem Leben. All das steht so ein bisschen auf dem Programm. Und je nachdem, was ihr so in den letzten Jahren für Entscheidungen getroffen habt, werdet ihr das jetzt noch einmal bis Januar bearbeiten müssen, bevor euer Herrscher dann in den Wassermann geht. Ansonsten für euch keine weiteren wichtigen Aspekte, aber ich denke, das ist schon mal ein ganz schöner Brummer. Lieber Roé, sag mir doch, was die Karten dazu sagen. Auch das wieder. Du hast gerade gesagt, die Skorpione haben diese Aufgabe zur Veränderung, zur Transformation, und die Zehn der Schwerter ist auch Transformation, und zwar Transformation im Kopf. Und zwar alte Gedanken loszulassen, vielleicht auch alte Muster endlich mal über Bord spülen zu lassen, wenn wir bei den Fischen schon bleiben, um dann Neues reinzulassen. Ist jetzt für einen Skorpion nicht ganz einfach, weil er der Skorpion da die Besessenheit hat, Altes festzuhalten bis zum Abwinken. Aber vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht, sich mal auf was Neues einzulassen. Neu Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, um bis in den Frühling rein, wie du gesagt hast, wenn dann für den Skorpion die Karten neu gemischt werden, dass da Veränderung kommt, dass ihr dann auch mal intellektuell dazu bereit seid. Die Karte ist Sonne in Zwillingen zugeordnet und ist auch die Karte, die jetzt aktiv ist in der kommenden Woche. Also das scheint schon eine wichtige Woche für euch zu werden. Gedanken loslassen, sich anderen Themen öffnen. Ihr seid das Zeichen, das sich sehr stark mit Seele und anderen Welten auseinandersetzt. Also raus aus dem Kopf, rein ins Herz. Auch wenn es schwer ist. Ganz genau. Und das, liebe Skorpione, waren unsere Worte für euch. Und damit sind wir bei einer Trinkpause angelangt. Ach, leg doch die Karte bitte weg. Und ich möchte gerne in Ruhe trinken. So ein kleiner Skorpion. Die Rückseite ist übrigens auch echt klasse, Ich finde finde ich. die genial. Es ist. Also ganz ehrlich, was sich in den letzten 5 Jahren verändert hat an den Designen von der Rückseite, das ist schon gigantisch. Also diese ganzen, also ich finde, der Einfluss der amerikanischen Zeichner, der angelsächsischen Zeichner, das finde ich schon ganz, ganz, ganz schön. Also das macht das Kartenlegen nochmal spannend. Aber ich glaube, das hat so mit Karl Röhrig angefangen, mit seiner Rückseite, die da sehr, sehr Stimmt. Ja, hast du für recht. das Universum war. Warum bist du eigentlich nicht da? Warum ich nicht da bin? Ja. Ich bin weg. Ich sitze in der Nachbearbeitung vom historischen Jahrmarkt, der stattgefunden hat in Winsen an der Luhe. Und es war ein sehr ein schönes Fest. Es ist kleiner wie der historische Jahrmarkt am Kiekeberg. Darf man aber auch nicht vergessen, der Jahrmarkt am Kiekeberg hat ja schon 12 Jahre Vorlauf, wo wir auch schon 11 Jahre dabei sind. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir, weil wir so gute Arbeit in Kiekeberg, das ist südlich von Hamburg, sind wir jetzt südöstlich von Hamburg auch eingeladen worden,
dort unsere Professionalität zu zeigen, was wir können. Und ich freue mich, es war ein sehr schöner Event. Es waren einige Leute da, die wir schon kannten. Zum Beispiel der stärkste Mann der Welt, der Eisenhans. Es war wieder lustig, es war aufregend, es war schön, es waren gute Begegnungen. Ja, und ich pflege gerade meine Kultur, meinen Kulturgeist und auch das Zeichen Zwillinge. Ich habe ein spannendes Buch gelesen vor einiger Zeit, das erklärte, wie jedes Shakespeare-Stück sich auf die Analyse eines Tierkreiszeichens bezieht. Und ich bin heute im Zwillingsstück. Und das ist, ihr werdet es nicht glauben, Romeo und Julia. Warum und wieso das der Fall ist, das erzähle ich vielleicht mal in einem gesonderten Video. Ist echt ein spannendes Buch. Ich war total begeistert davon. Und deswegen kann ich jetzt nicht live bei euch sein. Aber ich gehe davon aus, wie üblich, dass ihr richtig fröhlich unterwegs seid und ordentlich Stimmt. kommentiert. Lieber Roy, was ist denn sonst noch so an Ist Neuigkeiten? sonst noch etwas? Ach ja, es ist Geburtstag. Es ist Geburtstag und zwar von einem besonderen Kind, nämlich vom Tarotverband. Der wird 20. Der Tarotverband. Ja, da wird nichts gegendert. Und dieser Tarotverband feiert in München. Und dafür haben wir jetzt auch schon die letzten Tage ganz schön geackert. Und es werden noch ein paar Tage sein, wo wir Vorbereitungsarbeit machen dürfen. Ich sage es bewusst dürfen. Und dann feiern wir das nächste Wochenende ganz, ganz groß. Und vielleicht seid ihr ja auch live dabei. Ja, besonders spannend ist, dass wir den Tarot-Sonntag zu Zwillingsneumond machen. Der ist dann gerade gewesen, wenn wir unseren Tarot-Sonntag mit vielen tollen Vorträgen eröffnen. Aber auch vorher ist schon richtig was los. Ich habe ein bisschen Angst, weil es haben sich echt viele Leute angemeldet. Und wir sind das gar nicht mehr gewohnt, weil wir alles über online machen, die ganzen Leute persönlich zu treffen. Aber wir freuen uns sehr und wir freuen uns natürlich auch, dass wir Christopher sehen, denn der wird auch dabei sein. Christopher, du hast uns fest versprochen, alle 3 Tage dabei zu sein. Also, wir Ja, haben das und registriert zuzuhören. und zuzuhören und keine dummen Fragen, Anträge in der keine Fragen, Mitgliederversammlung zu keine stellen. Fragen. Ja, Kirsten hat schon erwähnt, tolles Programm, viele alte, erfahrene Kartenleger, viele junge. Ich freue mich auch schon auf den Tarot-Sonntag, aber es startet natürlich schon am Freitag. Und für die, die dabei sind, die bekommen von mir noch eine E-Mail für die letzten Infos. Ganz genau. Und wir machen jetzt einfach weiter. Ja. Ne? Genug erzählt. Wir freuen uns, euch zu sehen, von euch zu lesen, von euch zu hören. Und jetzt geht's Und weiter. jetzt geht es weiter. Der Schütze ist dran, liebe Schützen. Der Zwillingsneumond am Sonntag und das Merkur heute in die Zwillinge gegangen ist wichtig für euch, denn das passiert alles in eurem Gegenzeichen. Während die Zwillinge sehr flirtig drauf sind, werdet ihr vielleicht mehr angeflirtet und es kann auch gut sein, dass sich im Bereich eurer Beziehungen einiges tut gerade. Besonders zu Zwillingsneumond könnte es da Neuigkeiten geben, ob ihr nun Single seid oder in einer bestehenden Beziehung. Das könnte ganz spannend sein. Ansonsten, Jupiter ist gelassen im Stier, macht da gerade nicht viel. Bleibt ruhig und schaut mal, was von außen auf euch zukommt. Ist nicht eure Stärke, ihr führt lieber selbst, als dass ihr geführt werdet. Aber probiert es doch einfach mal aus. Mal sehen, ob Roy etwas Ähnliches mit den Karten Ich sagt. weiß es nicht. Ich auch nicht. Tada! Wir haben die Karte Tod. Ja. Heute sind wir übrigens sehr große Arkana-lastig, ne? Der Tod ist für euch, liebe Schützegeborene, im ersten Moment schrecklich. Denn er lässt Altes hinter sich und bringt Neues. Aber er erlaubt uns allen auch Freude und eure wichtigste Eigenschaft, nämlich die Kompetenz, Wissen zu vermitteln. Und diese Kompetenz, die zeigt sich auch im Tod. Denn das Alte, was man nicht mehr braucht, lasst man weg und dafür gibt es Neues. Und Neues kriege ich halt nur, wenn ich Wissen habe. Und in diesem Fall passt die Karte wunderbar zu euch, zur kommenden Woche, nämlich auch
reinzureiten in all das, was wir in den kommenden Tagen nicht nur aus astrologischer Sicht, sondern vielleicht auch stinknormal im Alltag erleben. Ja, die Karte ist Pluto zugeordnet und von daher, zugeordnet. Von daher denke ich aber auch, dass das Pluto-Thema für euch relevant sein könnte. Also beobachtet auch mal, was jetzt passiert, wenn Pluto zurückgegangen ist heute in euer Zeichen. Ist natürlich für uns alle relevant, aber das ist doch eine deutliche, deutliche Anmerkung. Für Sie, glaube ich, für alle Schützen, glaube ich, muss das nochmal erarbeiten. Ja. Das, liebe Schützen, waren unsere Worte für euch. So ganz klappt das nicht mit dem Speed. Na komm. Und jetzt kommt der Steinbock dran, der ja auch nicht berühmt ist für die Speedigkeit, sondern eher für seine Gründlichkeit. Und liebe Steinböcke, ihr habt es gehört, ihr habt es gefühlt, Pluto ist zurück in eurem Zeichen. Krassomat. Jetzt hattet ihr ihn 15 Jahre auf der Backe, dachtet ihr seid ihn los und nun ist er wieder da. Er ist wieder da. Und er bleibt bis Januar. Das ist nicht zum Lachen. Es ist eher es ist eher eine Chance, eine wirkliche Chance, Dinge aufzuarbeiten, die nicht gut gelaufen sind, von denen ihr so, wenn ihr an eure letzten Jahre zurückdenkt, denkt, oh, das hätte ich besser machen können. Da gibt es noch was, da muss noch mal was getan werden für, da denke ich noch mal drüber nach, da gehe ich vielleicht auch noch mal in Aktion. Also es ist eine Aufräumkonstellation auf einer sehr tiefen Ebene, die alle eure Lebensbereiche betreffen kann. Und das ist das, was einfach super wichtig für euch ist. Ansonsten unterstützt euch ja Jupiter, der durch den Stier läuft, gerade bei allen Dingen, die in irgendeiner Weise anstrengend sind. Und ihr habt es gesehen, auch die Jungfrau-Energie mit dem Eremiten, die tut euch gut. Der Eremit hat ja auch viel Steinböckisches. Also die Erdzeichen halten gerade zusammen und helfen euch bei allen Themen, die irgendwie schwierig zu meistern sind. Und Rohe wird euch jetzt eine tolle Karte geben, wie ihr durch diese Woche kommt. Yes, Community, sag ich ja. Ja, hatten wir vorher schon beim Skorpion mit den 10 Schwertern und jetzt haben wir hier die 10 Kelche. Und natürlich, wenn so ein Kreiszeichen wieder zurückkommt, wenn so ein Planet zurückkommt, dann müsst ihr feiern. Nützt nichts. Aber ist nicht schlimm, denn auch hier hatten wir vorher so den Abschied von dem Intellekt. So dürft ihr jetzt noch einmal das genießen, was ihr mit der Rückkehr eures, ja, vielleicht nicht immer so beliebten Planeten habt. Aber dann ist gut. Und ich glaube, diese Feier darf auch wenn es für den Steinbock nicht so verinnerlicht ist, ihr dürft euch auch mal feiern, ihr dürft euch auch mal auf die Schulter klopfen und ihr dürft auch mal sagen, haben wir eigentlich bis jetzt gut gemacht und jetzt beginnen wir das genussfähig abzuarbeiten und dann ist gut. Und das sind die Themen, die ihr in den nächsten Tagen haben dürft, mal wegzugehen von dem Roboti und mal hinzugehen und sagen so, und jetzt kommt der Genuss. Und ich freue mich, dass über die genussfähige Abarbeitung von bestimmten Steinböcken. Das war auf jeden Fall, das waren die Worte von Roe für die, euch. Für die genussfähige liebe Steinböcke. Steinböcke. Das möchte ich gerne mal erleben. Der Wassermann, ja, die sind schon genussfähig, ja, die Steinböcke. Das ist ja ein Erdzeichen. Ich weiß. Besser als die Fische eigentlich. Oh, die genießen auch. Der Wassermann kommt an die Reihe, das Zeichen zwischen Steinbock und Fische. Und liebe Wassermänner, für euch ist es sicher eine Erleichterung erst einmal, dass Pluto wieder im Steinbock ist. Abgesehen davon habt ihr auch sonst tolle positive Energie in der kommenden Woche, dadurch, dass Merkur in die Zwillinge geht,
ihr versteht euch wahnsinnig gut mit den Zwillingen und Merkur ist ein Planet, den ihr wirklich mögt. Und auch, dass wir den Neumond in den Zwillingen am Ende der Woche haben. Für euch ist also wirklich eine schöne, positive Durchstarter-Energie. Aber freut euch nicht zu früh. Denkt dran, im Januar kommt Pluto wieder zurück. Ihr habt jetzt ein tolles Zeitfenster, um Sachen vorzubereiten für diese Rückkehr von Pluto in den Wassermann. Und das bedeutet, ihr schaut euch an, was ist von März, Ende März bis jetzt in meinem Leben passiert, was Baustellen betrifft. Und da legt ihr jetzt den Fokus drauf. Da macht ihr Neuanfänge. Das ist, was ich euch astrologisch mitgeben kann. Roy, was sagen denn die Karten? Yay! König der Münzen. Auch hier haben wir wieder diese Form des Zusehens, was wächst, wo haben wir noch Potenzial, um dann auch zu repräsentieren. Und ich könnte mir vorstellen, mit diesen mit dieser Basis von astrologischen Unterstützern könnt ihr jetzt partizipieren, könnt ihr jetzt einen raushauen, könnt ihr jetzt zeigen, was in euch steckt, um dann zu repräsentieren im Ende des Jahres hin, wenn du sagst, bis Januar. Und ja. Da gesehen passt auch dieser König der Münzen wunderbar dazu. Für mich ist der König der Münzen A, plutonisch, weil er sich mit den Themen der Erde beschäftigt, die auch mit Pluto unterwegs sind. Und er ist für mich auch immer eine Karte, die sagt, ich habe was erreicht, ich habe eine Basis und darauf will ich jetzt aber neu aufbauen wieder. Also weil er ja am Ende eines Zyklus steht. Das ist richtig. Und er repräsentiert es aber auch. Mhm. Schaut her, was hab ich geleistet, genau. Sagt er, auch wenn das ganz andere getan haben. Aber er repräsentiert diesen Gewinn. Ja, genau. Also eine sehr gute Karte für euch, um abzuschließen und dann weiter nach vorne zu gehen. Das, liebe Wassermänner, waren unsere Worte für euch. Die Iris-Karte. Die Iris-Karte. Ja, wir hatten ja heute schon die Fische. Kannst du nochmal hinlegen? Ja, klar. Und jetzt gibt es nochmal mehr zu den Fischen. Ich lege sie mal so hin. Wobei wir ja ganz ehrlich sagen müssen, dass bei den Fischen gerade nicht so viel los ist. Neptun, Saturn, rückläufig in eurem Zeichen. In der Jungfrau passiert auch gerade nichts. Der neue Mond findet nicht in einem Wasserzeichen statt. Also aus Sicht der Astrologie Flaute, was ja nichts Negatives ist. Fische träumen ja gerne und haben dann vielleicht die Chance, bei der Vorbereitung einer Mitgliederversammlung mal ein wenig vor sich hin zu träumen. Genau, ganz genau. So. Davon träume ich auch schon. Schauen wir doch mal, wie es laufen wird, samt Mitgliederversammlung. Lieber Roy, ja. Das ist unsere Karte. Yay! So, also, die Fische dürfen sich feiern, dürfen zeigen, hey, das haben wir im Team erreicht, das war möglich, das haben wir umgesetzt und jetzt gibt es den Lorbeerkranz. Bäm! Und was ich so toll finde, wir haben ja hier die 6, das ist ja eine doppelte 3, also das heißt, das wurde nicht mit Macht und mit jetzt hau ich drauf, sondern das wurde elegant, das wurde fein und das wurde auch so hingebracht, dass alle partizipieren und nicht nur einer, der vorne wegreitet, sondern die ganze Gruppe, das ganze Team. Und darum finde ich diese Karte wunderbar und richtig und toll. Richtig für die Fische, tolle Woche, fahrt euren Sieg ein. Elegant. Ja, ich finde die Karte super, passt hervorragend zur Mitgliederversammlung und sie ist eine Löwekarte. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, Mars im Löwen. Ich glaube, es ist Mars im Löwen. Was natürlich super dazu passt, dass Mars gerade im Löwen ist. Macht man einen Faktencheck? Nee. Okay. Das, liebe Fische, waren unsere Worte für euch. Ihr könnt euch, glaube ich, auf eine gute Woche freuen. Ja, darf sich denn auch der Widder auf eine gute Woche freuen? Das ist die Frage. Natürlich, lieber Widder, denn im Löwen ist ja einiges los. Dein Herrscher Mars, ihr habt es gerade gehört, reist
durch den Löwen, gibt euch sehr viel Kraft, Mut, Dynamik. Die 6 der Stäbe, die wir gerade gesehen haben, das ist eigentlich auch die Dynamik, die eurer Woche entspricht. Und Frau Venus ist nun auch dort. Also für euch, wie für den Löwen, viel Selbstbewusstsein, viel Kraft, viel Dynamik. Die ganzen anderen Planeten sind aus eurem Zeichen. Ihr müsst euch nicht so sehr mit euch selbst mehr beschäftigen, sondern könnt nach draußen gehen mit wichtigen Dingen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht für euch. Mal sehen, ob die Karten Ähnliches sagen. Wieder eine Münzkarte. Diesmal das Ass, also der Anfang von den Münzen. Und ja, das passt aber auch wunderbar für euch, liebe Wiedergeborenen. Denn hier habt ihr die Chance, euch mal von einer anderen Form zu zeigen. Weg von dieser Feuerenergie, wo sie ja eigentlich immer ganz gern mit dem Kopf durch die Wand wollen. Sondern dass ihr zeigen könnt, wo könnt ihr wachsen? Wo habt ihr die Chancen? Wo ist eure Energie der feinen Art? Wo ist eure Energie, wo ihr Basis legen könnt? Und da seid ihr diese Woche gut beraten, wenn ihr hier euch mal auf eine Form auch der Diplomatie zeigt. Ja, die Diplomatie des Herrn Karasek, aber... Ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Ich finde es eine sehr schöne Karte, die auch so sagt, ja, Attacke los, gefällt mir gut. Liebe Widder, das waren unsere Worte für euch. Nun kommt als letztes heute der Stier an die Reihe. Und liebe Stiere, Venus, eure Herrscherin, ist in den Löwen gereist. Ja, ihr seid ja eher so ein bisschen ein bequemes Zeichen. Das setzt euch ein wenig unter Strom. Und auch das Pluto zurückgegangen in den Steinbock. Zurückgegangen ist in den Steinbock, ist für euch relevant. Aber wie bei der Jungfrau, eine Energie, die auch hilft, aufzuräumen, wirklich jetzt mal radikal mit Sachen Schluss zu machen, die euch viele Jahre schon beschäftigen, um dann zu feiern, dass Uranus ja durch euer Zeichen läuft und dafür sorgt, dass Neues in eurem Leben passiert. Der aufsteigende Mondknoten, der ist nicht mehr lange in eurem Zeichen, sodass ihr gerade jetzt auch in dieser Woche euch ruhig nochmal über das Thema Berufung Gedanken machen solltet. Wo will ich eigentlich mit meinem Leben hin? Aber ansonsten eine Zeit, in der ihr einfach laue Sommernächte genießen dürft, gerne auch bei Stammtischen des Tarotverbandes. Und Roy, schaut mal, wie es für euch aus Sicht der Karten aussieht. Steckte Produktwerbung. Bah, wieder eine Münz. Die hatten wir, glaube ich, schon mal beim Stier letztes Mal. Die vier Münzen hatten wir letztes Mal. Ja, jetzt kann man sagen Weiterentwicklung, aber ich sehe es ein bisschen anders. Kirsten hat gesagt, ihr seid ja von der Familie bequem. Wir haben bei den fünften Münzen immer so einerseits Rückschau, ne? Man bewegt sich so ein bisschen behäbig durchs Leben und auf der anderen Seite hat man hartnäckig den Wunsch, vorwärts zu kommen. Und das, glaube ich, passt bei euch besonders gut zusammen, denn ihr wollt ja vorwärts kommen und geht das an mit eurer Geschwindigkeit. Und darum finde ich, die Karte ist passend für die kommenden Tage. Geht in eurer Geschwindigkeit weiter. Lasst euch nicht treiben, aber bleibt auch nicht stehen, sondern macht das ruhig, aber macht es. Ich glaube, das ist so das Wort, das Mantra, das für die nächsten Tage euch weiterbringt. Ja, liebe Stiere, das waren unsere Worte für euch. Das waren unsere Worte für alle Tierkreiszeichen. Aber wir haben natürlich auch noch das allgemeine Wort zum Sonntag, in dem wir... ins Land der Quintessenz reisen. Bist du bereit? Ich brauche meinen Taschenrechner, du hast vollkommen recht. Moment. Dann. Nein. Der ist verschwunden. Jetzt. Wir haben die 3. Ja. Wir haben die 7. 10. Wir haben die 16. 26. Wir haben die 9.
35. Wir haben die 1. 36. Wir haben die 10. 46. Wir haben die 13. 59. Wir haben die 10. Ui, 69. 0. Wir haben die 6. 75. Wir haben die 1. 76. Und wir haben die 5. 81. Ergibt die 9. Da müssen wir, glaube ich, nicht lange suchen. Da muss ich nur hier den kleinen 9er rausholen. Weißt du, das war mein Eindruck, als wir über die Jungfrau gesprochen haben, dass irgendwie wir eine sehr starke so Zurückschau-Energie haben, um dann nach vorne zu gehen. Mhm. Das war bei den Karten davor der Fall. Und ich finde auch mit den vielen Szenen, die wir haben, mit dem Tod. Ja, mit dem König der Münzen. König der Münzen, da ist so eine, letztes Mal habe ich so eine, nein, das habe ich beim anderen Video gesagt, aber es hat so eine Shift-Energie gerade. Für mich ist auch so, wenn ich ein Kartendeck neu öffne, immer so der König der Münzen, so Schlussmann. Weißt du, nach mir ist wirklich Neubeginn. Also da ist dann wirklich alles abgeschlossen, da haben wir alle Projekte durch, da haben wir gefeiert. Jetzt träumen wir auf, damit wir wirklich neu starten können. Machen wir einen sauberen Schreibtisch, da fahren wir alle Programme runter, da kaufen wir vielleicht sogar was Neues. Also von da gesehen, für mich ist das so diese Geschichte. Und ich finde, es war ganz, ganz tolle, richtige Karten, stimmige Karten. War toll. Danke, Kirsten. Ja, mir hat das heute auch Spaß gemacht. Es war kürzer als sonst. Und das liegt aber daran, dass wir auch nicht mit euch interagieren können gerade. Nächste Woche müssen wir mal sehen, wie es mit Live gehen wird. Mhm. Es könnte sein, dass wir euch leider noch mal mit einem Video aus der Retorte trösten müssen, weil wir einfach auf der Mitgliederversammlung sind und das kann etwas kompliziert werden. Aber wir machen es mit allen Teilnehmenden in der Mittagspause. Ja, super Idee. auf jeden Fall, wir sind ja auch sonst immer wieder live. Ihr wisst ja, die nächste wichtige Station ist am Dienstag, Rohes Nachtgedanken. Die finden statt. Die finden statt. Na? Und ich bin, glaube ich, auch noch mal live, bevor wir aufbrechen Richtung Minga. Und für alle, die sonst auch dabei sind bei Tarot Man trifft Lady of Spirit, wir sind schon fest, auch wenn wir wenig Zeit haben, aber bereits in der Vorbereitung, das wird im nächsten Monat wieder ganz toll. Also nur so ein kleiner Vorab-Info-Satz für alle Neugierigen von Lady Spirit und dem Tarot Man. Ja, ihr Lieben, es hat Spaß gemacht. War Spaß. War toll. War toll. Vielen Dank für die Technik. Euch da draußen wünschen wir tolle Tage. Genießt es. Denkt ab und an eure Karten. Ja, sonst noch was, Kirsten? Ja, ich lerne dann in der nächsten Woche wieder Deutsch. Ja, komm nach München. Genau. Das Land der Deutschsprecher. Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Bis ganz bald. Und never give up. Yes.